herzlich und freue mich auf den Abend. Auch dass ich hatte bis vor 3 Stunden keine Ahnung, ob überhaupt sich 3 Leute angemeldet haben. Und insofern, wir sind eine sehr schöne Gruppe von der Größe her, weil mir auch das Interaktive wichtig ist. Das heißt, dass Sie auch nachfragen, weil das ja das Entscheidende ist, dass Sie auch etwas mit nach Hause nehmen können oder beziehungsweise zu Hause dann bekommen und dort einsetzen können. Ich bin 1989 zum Münchner Merkur gekommen, mehr als Seiteneinsteigerin, habe dann gleich gemerkt, dass mir Kommunalpolitik, ich saß in Gemeinderatssitzungen, mich sehr interessiert, habe dann etwas gemacht, was man eben nicht macht, Politik und Pressearbeit gemischt, habe dann kandidiert als Gemeinderätin und bin dann 1991 nachgerückt als Gemeinderätin. Ich bin heute 60 Jahre alt, das heißt, ich habe so mit 30 begonnen, die Kommunalpolitik von Grund auf kennenzulernen. Ich habe dann mir als Leidenschaft den Kreistag gesucht, habe mich dort in Sitzungen einfach dazugesetzt, um für den Merkur zu berichten. Ich war immer freie Mitarbeiterin all die Jahre und saß dort neben einem Pressesprecher, der nach einem Jahr soweit war, zu erkennen, dass diese Frau, die da jedes Mal, jede Woche neben ihm sitzt, dann doch durchaus ernst zu nehmen ist und man mit ihr auch reden kann. Das heißt, ich habe durchaus meine Erfahrung auch, wie man mit der Presse oder als Presse sich mit Pressesprechern rumschlägt. Ich habe meine Erfahrung, wie ich als Presse angegangen wurde. Ich war immer SPD-Mitglied. Und das bei Merkur ja auch nicht so selbstverständlich, wo dann welche mich auch in die Ecke drängen wollten, dass ich auch ordentlich Bericht erstatte über andere Parteien, habe da meine Erfahrungen gemacht. Ja, und zuletzt 2014 habe ich dann als Landratskandidatin die Presse von der Seite kennengelernt, dass ich wild drauf war, dass ich überall erscheine und gut erscheine, genervt habe, dass ich mein Bild überall drin haben wollte, über all das, was ich mich als Mitarbeiterin, freie Journalistin immer lächerlich lustig gemacht habe und darüber gelacht habe, mit der Redaktion über all diese komischen Typen, die ihr Bild überall drin haben wollen, das war ich dann selbst. Und insofern denke ich, kenne ich wirklich das breite Spektrum und habe diese kommunalpolitische Reihe, beginne ich mit dem, wo ich mich besonders sicher fühle, eben bei der Pressearbeit. Und inzwischen bin ich jetzt zum zweiten Mal stellvertretende Landrätin dort gewählt worden, habe immer noch mit der Presse zu tun, habe 3 große Wahlkämpfe hinter mir, den ersten Landratswahlkampf, den zweiten und dazwischen die Landtagskandidatur. Insofern habe ich alles durchlebt und durchlitten, was man mit Presse durchleben und durchleiden kann. Und da möchte ich Sie gerne dran teilhaben lassen. Das seht ihr. Ja, gut. Also, das ist unser Seminar. Das ist jetzt nichts Neues. Jetzt kommen wir zu dem Einstieg. Bitte meldet euch, melden Sie sich dazwischen, sobald Sie eine Frage haben. Die herkömmlichen Empfehlungen kann man in jedem, können Sie einfach reingehen, wie schreibe ich eine gute Pressemitteilung, was mache ich, was nenne ich sofort als Wichtigstes. Dieses KISS-System, Keep it short and simple, das liebt die Presse, möglichst schnell, auf einen Blick, am besten mit 3 Sätzen. Ich habe mich da selbst auch nie dran gehalten, gesagt zu bekommen, was Sache ist, wenn Sie eine Pressemitteilung verschicken. Wir haben nicht nur mit Pressemitteilungen zu tun, ist mir klar. Wir haben mit der Zusammenarbeit, wenn in Sitzungen dabei gesandt wird oder wie bei der Frau Seifert-Klaus mit Fachjournalisten zu tun. Da muss man dann wieder ein bisschen was anderes beachten. Aber grundsätzlich gilt, dass man natürlich alle Informationen wirklich möglichst kompakt, klar und deutlich wiederbringen. Sie werden es nicht glauben, ich habe es tatsächlich geschafft, in meinem dritten großen Wahlkampf, wo ich wirklich Erfahrung habe, dann Ort und Zeit zu vergessen bei einer Pressemitteilung. Sowas kommt immer wieder vor.
nehmen Sie sich das nicht übel, sondern denken einfach das nächste Mal dann wieder dran und schicken eine Presseerklärung nach oder rufen dann an. Mit diesen 5 Tipps heißt es, wenn man im Internet reingeht, verfasst man die perfekte Pressemitteilung. Interessante Inhalte ist klar, wenn man jeden Popanz mitteilt, dann haben wir auch, wir hatten Bürgermeister, die haben wirklich täglich uns mit einer Presseerklärung bombardiert. Die ist in den Müll gewandert, bevor wir sie gelesen haben. Vielleicht noch mal kurz die Überschrift, obwohl teilweise da wirklich interessante Inhalte waren und trotzdem war es zu viel. Das heißt, da muss man auch ein Bauchgefühl dafür entwickeln. Ist es jetzt das wirklich wert, schon wieder die Presse anzuschreiben, nur weil man meint, das wäre so wichtig? Klare Formulierung ist auch klar. Das heißt, oft macht man gerade bei den Überschriften einen Fehler und beim Einladungstext. Sie haben gesehen, ich habe gesagt, Presse gewinnen ohne zu nerven. Das ist vielleicht Nerven, ist so etwas, was man jetzt nicht automatisch erwartet bei einem Seminar über Medienarbeit. Dadurch wird die Aufmerksamkeit erreicht und man bringt auf den Punkt, um auf was es tatsächlich ankommt. Überlegen Sie sich immer, wenn Sie Ihre Schwester, Ihren Bruder, Ihre beste Freundin, besten Freund hätten und dem in kurzen Sätzen locker flockig sagen müssten, um was es eigentlich geht. Das ist meistens die Formulierung, die Sie dann auch brauchen. Die darf nicht zu wissenschaftlich sein oder zu seriös. Die Presse mag es gern lebendig. Trotzdem natürlich in der Presseerklärung sachlich bleiben und die Sachen so schildern, wie sie dann auch tatsächlich sind. Aktiv schildern, das heißt etwas lebendiger. Wie gesagt, das, was Sie Ihrem nächsten guten Bekannten, wie Sie es dem erzählen würden, so sollten Sie es möglichst schreiben. Und drücke dich positiv aus. Wir machen immer wieder, auch ich, den Fehler, auch auf Facebook. Und das gilt auch für die sozialen Medien, dass man dann etwas ablehnt, negativ ausdrückt. Das kommt in der Regel tatsächlich nicht gut oder ich greife immer gern irgendjemanden an. Das ist nicht so beliebt, aber auch da muss man so die Gratwanderung gehen. Das sind also diese Tipps, die Sie im Internet finden, wenn Sie eingehen und sagen, wie mache ich denn gute Pressearbeit? Jetzt kommen wir mal zu dem, was wollen wir denn eigentlich, wenn wir mit der Presse zusammenarbeiten? Was wollen wir, wenn wir über die sozialen Medien gehen? Was wollen wir, wenn wir zu einem zum Pressekonferenz uns treffen, wenn wir jemanden besuchen von den Medienvertretern und mit denen ein Interview machen? Ziel ist, das muss uns klar sein, den eigenen Namen, den unserer Partei, das kann auch der Verband sein, das ist ja egal, oder das Unternehmen, unser Verein, unsere Einrichtung an sich, dass die im positiven Licht erscheint. Klingt banal, aber das vergessen wir oft. Wir müssen also dieses Ziel immer im Auge behalten. Um was geht es tatsächlich? Es geht nicht um die eigene, es geht natürlich darum, selbst auch positiv zu erscheinen, aber man sollte das Gesamtwerk beachten. Zweites Ziel, auch das beachtet man oft nicht, erreicht die Botschaft die Menschen, die ich auch erreichen will. Das heißt, wenn Sie mit Ihrer Botschaft die ganz andere Partei vor allen Dingen erreichen oder die Anhänger der anderen Partei, weil die sich darüber aufregen können, dann ist das eigentliche Ziel nicht unbedingt erreicht. Sie wollen ja die Menschen motivieren und ansprechen, die auch für Ihren Verband, für Ihre Einrichtung, für Ihre Partei interessiert sind. Und da kommt es dann auch darauf an, komme ich gleich noch, welche Medien ich überhaupt anspreche. Über den Merkur würde ich anders oft schreiben als über die SZ. Das sind immer meine beiden Beispiele für die Frankfurter oder Bamberger. Ja, die wissen es vielleicht noch. Der Merkur ist das konservative Blatt, ist sehr von
Feuerwehren gelesen, von Bauern, Landwirten, von alteingesessenen Traditionsvereinen wird er genutzt, von eher konservativ strukturierten Menschen. Und die SZ hat natürlich eine ganz andere Leserschar. Und darauf sollte man dann auch eingehen. Die Zusammenarbeit mit der Presse ist dauerhaft zugewandt. Das heißt, das ist unser Ziel. Unser Ziel ist nicht, dass einmalig da mal ein toller Artikel erscheint, sondern dass wir regelmäßig beachtet werden, dass die Presse Lust hat, mit uns zu reden, dass die Vertreter der Medien uns auch mal anrufen und um unser Wort bitten, dass der Artikel, wenn er nicht ganz klar ist, dass derjenige sich wieder meldet und bei Ihnen nachhakt und Lust darauf hat. Das heißt, dauerhafte Zugewandtheit. Die Presse ist auf uns gut zu sprechen und hebt Fehler, die geschehen immer wieder, nicht übertrieben hervor. Das wäre so das ideale Ziel, dass die Presse uns wohlgesonnen ist. Das ist sie nicht automatisch, aber es gibt tatsächlich immer wieder solche Situationen. Und wenn man, ich meine, in dieser Enklave in Berlin passiert das unentwegt, dass natürlich die Presse davon abhängig ist, dass sie Informationen bekommt und der Politiker wieder, dass er abhängig davon ist, dass die Presse es bringt. Und in diesem Zusammenspiel hackt oft die eine Krähe der anderen kein Auge aus, ist gefährlich, aber sollte man auch beachten. Also diese Grundlage zu bringen, dass man wohlgesonnen miteinander umgeht. Das sind alles die Idealziele. Ich wollte sie nur mal festhalten. Erfolgreiche Pressearbeit ist erreicht, wenn wir danach als aktiv, sympathisch und erfolgreich wahrgenommen werden. Das gilt, egal ob es um Parteiarbeit geht, um Gremienarbeit, um Verbandsarbeit. Wir wollen immer, dass wir rüberkommen als aktiv, sympathisch und erfolgreich. Auch das sollten wir uns merken. Das heißt, als Stänkerer sollte man nicht ständig rüberkommen. Andererseits kann es mal sein, dass genau das der Weg ist, um wieder als aktiv gesehen zu werden und als guter Vertreter dessen, was ich tue. In der Vereinsarbeit muss ich vielleicht auch mal jemand auf die Füße steigen und etwas durchsetzen, was nicht so beliebt ist. Und hinterher wäre die ideale Arbeit, also Medienarbeit, wenn man dann als derjenige erscheint, der mit straffer Hand etwas voranbringt. Ja, und dann zuletzt sollten wir immer die Lockerheit und den Spaß nicht vergessen. Das heißt, uns sollte diese Pressearbeit nicht Mühe machen, sondern Freude und uns selbst motivieren. Das heißt, wir haben Lust darauf, etwas wegzuschicken. Wir haben Lust darauf, etwas zu formulieren. Das heißt, diese grundsätzliche gute Laune, wenn wir die nicht mehr haben, dann machen wir auch etwas falsch. Wir haben nicht viele Mittel und doch sind die dann entscheidend. Was sind die Mittel, die wir haben? Also Text und Bilder. Das ist das heißt, das Bild soll aussagekräftig sein. Oft ist das der Hingucker. Der Text soll aussagekräftig sein. Wenn wir in einer Sitzung sind und darauf angewiesen sind, das sind ja die Bamberger, die sagen, also wie gut bei Vorstandsarbeit, ihr seid nicht die reden, aber wenn man in einem Gremium sitzt und etwas ausdrückt, dann braucht es uns nicht wundern, wenn wir das Gremium mit 30 Sätzen überzeugen müssen, die Presse sich dann aber nur einen und vielleicht gerade den wir nicht wollen, raussucht. Das passiert. Und wenn wir Wert darauf legen, dass ein bestimmter Satz erscheint, dann müssen wir uns da bemühen. Da kann es sein, dass man hinterher telefoniert oder vorab schon was hinlegt mit 5 klaren Sätzen. Die Presse mag es gerne sehr einfach. Je leichter wir es ihr machen, umso beliebter sind wir. Und trotzdem muss das intelligent erfolgen, weil die sind auch nicht doof. Wenn man also jeden blöden Satz dahin schreibt, das bringt es nicht. Wir müssen uns wirklich fokussieren auf die Hauptaussage. Und die muss natürlich auch ein bisschen spannend sein, sonst braucht man das nicht machen. Weitere Möglichkeiten, Mitteilungen, Anrufe, persönliche Treffen.
Entscheidend ist dabei, die Beteiligten zu kennen, habe ich hier geschrieben. Das ist, wenn ich nachher, ich sehe euch jetzt nicht, deshalb gehe ich das jetzt mal so ein bisschen nüchtern durch. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, die Beteiligten zu kennen. Das ist eigentlich die allererste Aufgabe, die ihr euch in eurem täglichen mit der Presse arbeiten als erstes auch aneignen solltet. Gehen wir auf die Probleme an. Jetzt muss ich mal schauen. So. Also, ihr habt mit Medienleuten zu tun, die auf die bombardieren alle ein. Alle Parteien wollen von denen was bei Fachzeitschriften rufen, die was verkaufen wollen, also ihr Produkt besonders toll darstellen wollen, ihr Wissen darstellen wollen. Bei Vereinen, jeder Torwart möchte sein Tor besonders toll hervorgestellt haben. Also die haben viel, es ist eine Vielzahl an Themen, viele Veranstaltungen. Hochzeit der Themen, das also nicht Hochzeit, sondern Hochzeit heißt, im Juli als Kommunalpolitiker zu glauben, dass man irgendwas noch in die Zeitung bekommt, ist relativ witzig, weil da wissen die nicht mal, wie sie die wichtigsten Themen noch unterbringen können. Wenn man im August etwas bringt, was völlig unbedeutend ist, dann kriegt man es in die Zeitung. Das heißt, auch das muss man beachten. Wichtig ist, die Empathie für den zu entwickeln, das heißt, für die ganze Pressearbeit zu entwickeln, bei den sozialen Medien, für die, die immer sich durchscrollen. Wenn die, mein Sohn hat irgendwann gesagt, ich lösche dich jetzt bei Instagram, weil ich in der Wahlkampf-Endphase täglich 4 Posts gemacht habe und er sagt, ich kann es nicht mehr ertragen, immer nur dein Bild. Also das ist schon so ein Feedback, das dann deutlich macht, jetzt ist es ein Tick zu viel. Auch da muss man ein gutes Gespür bekommen. Jetzt ist es, kriegt man ein Thema gut rein. Jetzt sollte man sich zurückhalten und wirklich nur was ganz Wichtiges klären. Wahlkampfzeiten sind natürlich Extremphasen, weil alle Parteien, alle gleichzeitig, alle zur selben Zeit ihre Sache am allerwichtigsten finden. Und da muss schon auch ein Verständnis dann von euch selbst da sein, dass der Infostand Nummer 3000 in der Gemeinde nicht mehr in der Zeitung erscheint. Aber vielleicht der Skandal um eine Kindereinrichtung, die, was weiß ich jetzt, wegen Corona alle zu Hause bleiben müssen, dann vielleicht schon eher. Also da kann man ja, dann wisst ihr auch eure Themen. Urlaubszeiten nutzen, anrufen, fragen, Kontakt herstellen. Manchmal traut man sich nicht anzurufen, weil man denkt, man nervt. Aber das viel Nervigere ist, wenn man nicht anruft, wenn man nicht den direkten Kontakt hat. Das sind oft nur eine Minute Gespräch, dass man fragt, könnte es sein, dass? Tut der Presse nichts ab. Mitdenken, damit meine ich, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was der andere vielleicht jetzt gerade nicht braucht, nämlich das 6000. Foto vom Infostand. Sich kürzer halten zu diesen etwas extremeren Zeiten. Presse will es einfach haben. Ich habe immer sehr kritisch gegenüber, ich hatte Kirchheim bei München, war ich die Journalistin für Merkur, die in allen Gemeinderatssitzungen auch sonst den ganzen Ort betreut habe, war also Hauptansprechpartnerin für den Ort und habe das auch ziemlich ausgenutzt und war immer genervt, weil der Bürgermeister war nie erreichbar und war dann sehr kritisch. Das hat dann dazu geführt, dass der Bürgermeister bei meinem Redaktionsleiter angerufen hat und hat gesagt, mit der Frau kann ich nicht mehr zusammenarbeiten. So ähnlich, wie ihr das vorhin erzählt habt mit den Problemen, weiß nicht was, Erlangen, Nürnberg. Und dann saßen wir zusammen. Jetzt muss man wissen, auch da gibt es Unterschiede. Und deshalb ist es so wichtig, das Umfeld wirklich zu eruieren. Wer
macht was, wer arbeitet wo. Wenn so ein Bürgermeister sich bei der Süddeutschen Zeitung beschwert hätte, das hätte dazu geführt, dass die mit Freude und Wonne weiterhin diesen Journalisten auf der Gemeinde gelassen hätten und ihn weiter dort im Einsatz gelassen hätten, weil sie, wenn sich ein Bürgermeister über Pressearbeit beschwert, ist das schon unten durch. Bei Merkur ist es genau das Gegenteil. Dann fahren alle, wir sind zugewandt, da fahren alle Antennen hoch, oh Gott, hoffentlich gibt es dann nicht Ärger. Also haben wir uns zu dritt dann zusammengesetzt, der Bürgermeister, ich und mein Redaktionsleiter. Und dann habe ich gesagt, Mai, ich würde Sie schon gerne öfter zu Wort kommen lassen, aber ich erreiche Sie ja nie. Wie komme ich dazu, mal eine Antwort von Ihnen zu bekommen? Ich will auch, wenn, dann nicht ewig warten, sondern wenn, dann sofort. Dann haben wir ausgetauscht, eine Handynummer. Ich habe eine Handynummer von ihm bekommen. Und ja, ich rufe den Mann natürlich nicht aus Jux und Dollerei, aus Spaß an. Das heißt, habt keine Hemmungen, eure privaten Daten an einen Medienvertreter zu geben. Der hat selbst keine Lust, dauernd bei euch anzurufen. Er macht es wirklich nur, wenn er es braucht und wenn er schnell eine Antwort will. Und dann will ich habe dann angerufen, ich habe dann immer, manchmal ist er nicht gleich ans Telefon, aber sofort danach einen Rückruf bekommen. Dann habe ich ein Zitat von ihm rein genommen und wir waren alle sehr glücklich. Ich hatte schnell meine Sachen, er kam zu Wort. Also manchmal ist die Lösung viel einfacher, als man denkt. Und diese Mobilfunknummer hat das alles gerettet. Glaubwürdigkeit der Pressemitteilung ist wichtig. Das heißt, also schreibt nicht irgendeinen Schmarrn rein. Also das kommt irgendwann raus. Das heißt, ein besonders schön sich darstellen oder Dinge anders darstellen, als sie tatsächlich sind. Und aus irgendeinem harmlosen Gemeinderat den tollsten Kommunalpolitiker aller Zeiten zu machen, das überzeugt nicht. Also wirklich nah an der Realität, an der Wahrheit bleiben. Nicht übertreiben, sie müssen auch nicht untertreiben. Man kann auch Dinge schon so hervorheben, also die Sachlichkeit kann auch mal wegbleiben, wenn man sich wirklich aufgeregt hat, dann kann man auch sagen, ich habe mich aufgeregt oder unsere Fraktion ist entsetzt, dass wenn man streiten will mit der Presse, wie dieser Bürgermeister, dann muss man es wirklich auch bewusst, das macht manchmal tatsächlich Sinn, wenn man den Eindruck hat, es ist immer wieder gegen einen agiert. Wenn man so eine schwierige Redaktion, so nenne ich sie jetzt mal, wie die Süddeutsche Zeitung, die wieder aus Mitarbeitersicht sehr treu zu ihren Mitarbeitern steht, an der Seite hat, dann ist es wichtig, Beispiele zu sammeln. Ab dem dritten, vierten, fünften Beispiel, wenn etwas falsch dargestellt wurde, wenn man bewusst nicht zitiert wurde, wenn ein Nebensatz so, das können Journalisten gut einem noch so eine Ohrfeige leicht mitgeben, dann wirkt das schon. Dann kann man sich mit dem nächsthöheren Redaktionsleiter zusammensetzen und dann muss man das auch durchziehen und sagen, Leute, das geht so nicht. Wir sind auf objektive Berichterstattung angewiesen und wir erwarten keine Beschönigung, aber was hier geschieht, ist eine Verdrehung der tatsächlichen Situation. Der XY hat einmal was gesagt, wird zitiert und ich habe 10-mal was gesagt. Das kommt einem manchmal peinlich und ein bisschen wichtigtuerisch vor, aber wenn es eine dauerhafte Störung ist und man merkt, man wird in eine Ecke gestellt, die nicht passt, dann gilt es zu reflektieren. Entweder man steht bewusst in der Ecke. Ich habe nach der Landtagswahl ziemlich um mich geschlagen und wurde also auf Parteimitglieder in den oberen Rängen und wurde dann auch ziemlich negativ dargestellt in der Presse. Ja, da kann ich der Presse keinen Vorwurf machen. Das macht sie dann, das ist richtig. Da habe ich mich nicht gut verhalten. Aber wenn das eben nicht der Fall ist und man trotzdem irgendwie nie erscheint, dann muss man sich auch zu Wort melden und selbstbewusst sagen, Leute, das geht so nicht. Dann nervt man auch nicht, sondern das macht man einmal und das zieht man dann durch.
Ich hatte zum Beispiel eine Situation im Landratswahlkampf im ersten, wo ein Mitarbeiter aus einer entfernten Merkur-Redaktion so das Bedürfnis hatte, ja, die lasse ich jetzt mal auflaufen. Ging um einen, der in meinem Wahlkampfteam war. Und da habe ich gemerkt, dieser Pressebericht wäre in die völlig falsche Richtung gegangen. Und da habe ich dann tatsächlich den Herausgeber selbst um Hilfe gebeten. Das heißt, da habe ich mit sehr harten Mitteln gekämpft. Aber in dem Fall war es wichtig, weil wenn mal eine Falschmeldung draußen ist, kriegt man sie nicht wieder hinein. Deshalb auch, wenn man Interviews, wichtige, wenn man zu wirklich wichtigen Dingen Interviews gibt oder etwas schreibt oder interviewt wird, angerufen wird, dann sollte man gleich sagen, passt auf, ich möchte jetzt mit Ihnen locker reden, aber ich möchte nicht, dass etwas ohne Absegnen erscheint. Dann habt ihr die Möglichkeit, frei zu reden und trotzdem die Sicherheit. Ansonsten müsst ihr jedes Wort überlegen und wirklich lieber abgehakt, langsam, langweilig reden, als dass dann ein falscher Satz drinsteht. Und ihr müsst auch wissen, wenn je mehr ihr redet, je weniger habt ihr im Griff, was am Ende erscheint, weil es wird immer nur ein, zwei, drei Sätze sein. Und welche der von den 100 Sätzen, die ihr geredet habt, dann erscheint, habt ihr nicht mehr im Griff. Manchmal spürt man auch, dass der Journalist halt jetzt, ich wurde mal angerufen, einfach weil sie wollten mich in die Ecke haben. Ich sag was gegen Schulz oder für Schulz, keine Ahnung mehr, wie das damals war. Jedenfalls war dann ziemlich schnell ersichtbar, er will mich unbedingt in der einen Ecke haben. Und da kommt man ganz schwer wieder raus, weil da wird nachgehakt. Also in solchen Fällen ist auch mal ein: Ich habe jetzt alles gesagt. Ich antworte Ihnen nicht mehr. Auch richtig. Das nervt dann nicht, sondern es ist eine klare Ansage. Man muss nicht dauernd zu jeder Frage, die einem gestellt wird, auch was sagen. Man muss auch den Mut haben, Nein zu sagen. Und damit werden Sie nicht uninteressanter für Pressemitarbeiter, wenn Sie das natürlich, wenn Sie ständig Nein sagen, dann ruft Sie keiner mehr an, ist ja auch logisch. Das heißt, auch hier gilt es wieder eine Gratwanderung zu gehen, zwischen dem interessant sein, ein bisschen was Mutiges, Freches sagen und gleichzeitig aber sich im Griff haben, diszipliniert sein, nicht in ein zu großes Plaudern zu kommen. Da kommen wir jetzt auf die nächsten Probleme. Also wir haben es, Presse will es einfach haben. Es menschelt auch bei Presseleuten. Sie werden es immer wieder erleben. Der eine ist ihnen sympathisch und der mag sie auch. Und der andere ist ihnen nicht so sympathisch und der mag sie auch. Also das ist einfach so, sie haben es mit Menschen zu tun. Und das ist eine große Gefahr, weil die ihnen sympathisch sind, da neigt man dann schnell dazu, zu viel zu reden. Und man darf es nie vergessen. Wenn es um die Arbeit geht, ist der andere trotzdem der andere Part. Er ist der Vertreter der Medien. Und Sie sind der Vertreter Ihres Verbandes, Ihrer Partei, Ihrer Einrichtung. Wenn so eine Situation, also der Sympathie hat gefahren, ich bin mit vielen Presseleuten befreundet und da gehört es dann zur hohen Professionalität dann auch zu sagen, mich rufen heute noch meine Redaktionskollegen an, ich hatte heute einen Anruf und da sagt sie, du, ich muss dich mal was fragen, dann war erstmal, sage ich, willst du jetzt ein Interview führen oder Hintergrundgespräch? Und dann sagt sie, Hintergrundgespräch, dann ist es anders, dann kann man lockerer. Also da gehört einfach nur eine Klarheit hin, um was geht es jetzt, wenn man befreundet ist. Wenn man nicht befreundet ist, wie eben wurde ja gesagt, mit denen ist es ganz schwierig. Bauen Sie keine Vorurteile auf. Gewöhnen Sie sich nicht an zu denken, mit dem klappt es nie oder, sondern dann suchen Sie das Gespräch, fragen Sie nach, konfrontieren Sie bewusst. Also, dass Sie sagen, Mensch,
Ich war in der Sitzung und ich habe mich fünfmal zu Wort gemeldet und ich fand, dass das sehr wichtig ist, was ich gesagt habe, und dann erscheint es nicht. Sehe ich es falsch oder ist da von Ihnen? Ich habe das Gefühl, ich kann nichts richtig machen. Manchmal ist so ein klärendes Gespräch ganz wichtig. Wenn ich jetzt wieder, weil das ist so das andere Extrem, diese medizinischen, bei dir, Bernadine, Gespräche, da geht es dann um anderes. Da geht es oft darum, dass man klarer den Sachinhalt rüberbringen möchte. Dass man wirklich sich vorher überlegt und es auf den Punkt bringt und nicht sich verheddert in zu vielen Details und Genauigkeiten. Das ist auch ganz wichtig, die Klarheit zu haben. Wir schimpfen immer sehr über die Bild-Zeitung. Aus journalistischer Sicht ist die Bild-Zeitung das Top-Organ überhaupt. Sie schafft es, mit einem Satz alles auszudrücken. Das habe ich nie geschafft. Ich habe immer meine 100 Zeilen gehabt. Ich habe immer länger geredet. Aber wir haben, ich war bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Würzburg und wir haben, also vom Journalistenverband her, wir haben Texte verglichen, der Text in der FAZ, Süddeutschen und Bild-Zeitung zum gleichen Thema. Und ich kann Ihnen sagen, die Bild-Zeitung hat jedes Mal top abgeschnitten. Sie hat es auf den Punkt gebracht und das müssen Sie sich aneignen. Sie müssen viel kürzer, es viel mehr auf den Punkt bringen, nicht tausend Erklärungen und ob jetzt das Schwarz ein bisschen weniger schwarz oder vielleicht grau gewesen ist oder doch ins Weiß geneigt hat, das langweilt. Also Sie dürfen nicht langweilen und alles, was langatmig ist, langweilt sehr schnell. Gut, jetzt will ich nicht denselben Fehler machen. Also. Falsche Berichterstattung hinnehmen oder beschweren. Auch da gibt es kein Ja oder Nein oder Ja auf jeden Fall beschweren, sondern abwägen. Wenn es System bekommt, dass es immer falsch ist, dann Beispiele suchen und zusammen immer schön dokumentieren, ist wirklich wichtig, weil man dann nicht irgendwie an der Sache vorbeiredet, sondern hier sagen kann, ich habe einen Fakt, das war falsch. Und wenn es ganz entscheidend falsch ist und damit ein völlig anderer Eindruck entsteht, dann kann man auch das Mittel als letztes, dass eine Gegendarstellung, eine Richtigstellung da ist. Und da ist es immer, die Presse will nicht also will nicht bewusst was falsch machen. Es ist gut anzurufen und zu sagen, ich habe jetzt echt ein Problem. Lassen Sie uns mal drüber reden, weil das kommt bei meinen Leuten so und so an. Das kommt bei den Eltern, der Elterninitiative so an, als hätte ich gegen die was. Mir ist aber ganz wichtig, ich möchte für die was tun. Also so ein normales Gespräch, wie man es eigentlich klären, dann auch unter Freunden führen würde, so sollte man es auch mit der Presse machen. Ich habe hier ganz dick geschrieben, mehrere Protagonisten beachten. Das ist wirklich wichtig. Das sollte, weil manchmal geht Pressemitteilung völlig in die falsche Richtung. Da haben sie sich selbst super gut dargestellt und haben hinter sich 20 Parteimitglieder, Verbandsräte, Vereinsvorstände, die sie alle danach hassen, weil sie der Tolle sind. Also man muss wirklich, ich habe hier zu guter Letzt achtet auf die Hauptgegner in der täglichen Medienarbeit. Das ist Neid, Missgunst von anderen Parteien, von der eigenen Leuten, vom guten Freund. Ich hab Artikel über Bauerntheater geschrieben. Danach haben sich zwei nicht mehr angeschaut, weil der eine wurde irgendwie toll dargestellt, der andere nicht so. Also das sind keine kleinen Sachen, weil das ist ja ihr tägliches Leben, mit dem sie zu tun haben. Wenn sie auch in Geschäften, dann die eine Abteilung stellt sich toll dar, dann arbeitet die andere dagegen. Also beachten Sie das. Seien Sie sich bewusst, dass es diese Probleme gibt. Es gibt Neid von der eigenen Parteileuten. Es gibt Neid von den Fremden, der gegnerischen Partei. Missgunst, genau.
Dummheit, das heißt, wenn sie mal schnell was runterschreiben und sich nicht so viele Gedanken machen, das ist dumm. Das dürfen sie nicht. Sie müssen schon sehr bewusst sein, das, was sie tun. Nicht mal schnell irgendwas raushauen, sondern sich vorher Gedanken machen. Lohnt sich diese Erklärung jetzt, wenn dann aber morgen eine viel wichtigere kommt? Das heißt, sie müssen schon das durchdenken, was ihnen tatsächlich wichtig ist. Sie können nicht alles erreichen. Das heißt, irgendeinen Tod werden sie sterben müssen. Entweder sie stellen sich gut dar, wenn sie der Listenführer sind, da habe ich dann kein Problem, mich gut darzustellen. Jetzt bin ich das nicht mehr. Jetzt geht es darum, in der Presseerklärung vielleicht die künftigen, die eine Rolle spielen werden, stärker herauszuheben. Das ist wichtig, das auch als Vorstand von der Partei, aber das gilt für Vereine, für Verbände genauso, das wirklich zu beachten. Faulheit auch ganz gefährlich, weil irgendwann am Anfang sitzt noch motiviert und schreiben 10 tolle Pressemitteilungen und dann denken sie, ach, die nächsten Wochen, ich habe keine Lust mehr und jetzt eh Corona und ich hocke zu Hause. Und wenn sie die Ziele, die ich vorher genannt habe, erreichen wollen, dann dürfen sie nicht faul sein, dann müssen sie sich anstrengen und überlegen, wäre es jetzt nicht mal wieder Zeit, meine Partei darzustellen? Oder Mensch, da hatten wir doch so eine super Sitzung, wo wir das große Ziel, was wir immer hatten, Baumschutzverordnung, kostenloser Nahverkehr, Fußball, na, dass wir aufsteigen oder dass wir gegen einen ganz besonders schweren Gegner gewonnen haben, was wir darstellen wollten. Und das müssen Sie dann auch tun. Da kann es nicht sein, dass sagen wir aber jetzt das Wochenende will ich eigentlich mit meiner Familie mal irgendwie in die Berge fahren. Das können Sie schon machen, aber dann, wenn Sie es ernst nehmen, sollten Sie dann auch über das, was gut ist, berichten und sich nicht der Faulheit hingeben. Das sind die großen Gegner in der täglichen Medienarbeit. Da ist viel wichtiger als dieses Wer, wie, wann und wo. Deshalb bleibt empathisch. Das heißt, habt ein Gefühl dafür, wer ist denn eure Presse? Es kann bei euch sein, dass eine Wochenzeitung viel stärker gelesen wird, viel, viel wichtiger ist. Dort der Redakteur eigentlich der Held ist, an den sich dann die anderen Tageszeitungen wieder halten. Oh, der hat was geschrieben, da müssen wir auch was schreiben. Das heißt, ihr müsst schon erspüren, und das ist von Ort zu Ort eine andere Situation. Die kann man nicht, bei mir sind es die Tageszeitungen und dann für jeden Ort im ganzen Landkreis München ist ein anderes Wochenblatt von Bedeutung. Also ist schwer, das gut zu bedienen. Und beim anderen ist es ganz einfach, weil er nur drei Ansprechpartner hat und vielleicht den Hörfunk noch. Da müssen Sie dann beachten, das hatte ich jetzt noch nie, das ist jetzt eigentlich das erste Mal, habe ich eine angenehme Stimme, bin ich hörbar, bringe ich innerhalb von 2 Minuten, ich habe das heute nicht nötig, aber rüber, was ich sagen will, dann ist das Einüben und das sich dran gewöhnen und das öfter machen wirklich wichtig. Oder auch bei Instagram kleine 3-Minuten-Videos, an denen kommt man nicht mehr vorbei, wenn man gute Pressearbeit für Verbände, Vereine, Parteien machen will. Gleichzeitig gilt, Sie müssen jetzt auch nicht in die Panik verfallen, alles besonders top zu machen. Wichtig ist nur, dass Sie Ihr eigenes Zeitkontingent, Ihre eigene Zielvorstellung um das, was Sie tun, in Einklang bringen. Das heißt, wenn Ihr Ziel es nicht ist, top, 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 top dargestellt zu werden, müssen Sie auch nicht top, 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 top unentwegt darüber nachdenken. Das heißt, Sie müssen sich klar werden, was ist mein Ziel, welche Protagonisten habe ich, welche Medien begleiten mich, was muss ich beachten und was liegt mir. Ich bin zwar bei Twitter, aber es liegt mir nicht sehr. Ich versuche alle 2 Wochen wenigstens einmal irgendwas zu twittern, ist nicht mein Medium.
dann macht man es halt auch nicht. Wenn ein Herr Habeck ganz darauf verzichten kann, werde ich als kleine stellvertretende Landrätin vor Ort das auch verzichten können. Wenn Sie aber halt viel Presse gewinnen wollen, auf oberen Bereichen tätig werden wollen, kann es wichtig sein, das doch zu machen. Und das gehört zu Ihrer ersten Arbeit, dass Sie sich überhaupt erst mal hinsetzen, Gedanken machen, mit wem habe ich es überhaupt zu tun? Wer berichtet eigentlich über uns? Ist das eine Frau? Ist das ein Mann? Ist das ein Redakteur? Ist der neu dabei? Berichtet der schon seit Jahrhunderten? Dann muss ich mit dem anders umgehen als mit jemand Neuen und ihm zugewandt. Bleibt empathisch, gelassen und unermüdlich. Fleiß spielt in dem Fall auch immer eine Rolle. Ich will jetzt hier nur mal zeigen. Ich gehe mal auf das mittlere Foto. Das sind 1, 2, 3, 6 Bürgermeister aus meinem Landkreis München mit mir. Das war der Wahlkampfauftakt zum Thema Verkehr. Ich war da Landratskandidatin 2018, 19, 18. Nee, 18 war der Landtagswahlkampf, jetzt 20. So ein Bild nimmt dann die Zeitung relativ gern, weil da sind sechs wichtige Leute drauf und diese etwas unwichtigere Landratskandidatin, die alleine, hätte ich alleine einen Pressetermin gemacht, wäre es nicht so reizvoll gewesen oder wäre es gar nicht erschienen. Das war dann ein Foto. Ich will es nur mal als Beispiel, wie man mit dem Bild auch, man macht ein fröhliches Bild, nimmt ihm drauf möglichst viele wichtige Leute, dann ist die Presse auch gewillter, es abzudrucken. Das gilt jetzt vor allen Dingen im Kommunalwahlkampf. Ich habe hier geschrieben, Bad Cells, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Das heißt, ein bisschen Sex meine ich mit Spannung, irgendwas, was attraktiv ist, Crime, alles Negative, was nach Skandal sich anhört, mag so eine Tageszeitung oder mag auch Instagram, mag auch Facebook. Das heißt, ich habe vorhin gesagt, positiv darstellen, aber mit diesem ein bisschen dem Aigu würde ich jetzt sagen, dass es spannend ist, Spannung erzeugen. Und Rock'n'Roll heißt nicht zu verkrampft immer wirken. Hier Diskussion um die Ismaninger Ortsmitte, das ist jetzt etwas, was man selbst nicht im Griff hat. Ich war da sehr aggressiv gegen unseren ehemaligen Bürgermeister vorgegangen und dann, das fand jetzt die Süddeutsche spannend. Der Merkur schildert es anders, aber die Süddeutsche fand das toll. Das heißt, nach dem 10. Streitartikel findet das dann auch so eine Zeitung nicht mehr toll. Aber da kommt man dann mal größer raus, ist klar. Da muss man aber auch was zu sagen haben. Es ging um Korruption im Ort, es ging also um echte Probleme und da war dann auch der Streit eben da. Ich will nur sagen, das sind Dinge, die hat man nicht im Griff. Aber wenn man natürlich im Gremium auch etwas zu sagen hat und das pointiert bringt, dann bringt es auch die Presse. Hier, ist der ganz normale Pressekonferenz gewesen zu meiner ersten Kandidatur 2014. Damals war es spannend. Ich habe das erste Mal kandidiert. Keiner hat damit gerechnet. Und wir haben eine Pressekonferenz gemacht. Da kommt dann die ganze Presse und berichtet auch gern. Das sind so Sachen, die sind einfach. Das gehört in das Thema Sex quasi ein bisschen sich outen. Ich hatte meinen 50. Geburtstag gefeiert. Die Landrätin war dabei mit ihrem Mann, zwei bekannte Figuren. Jetzt ist das auch noch meine Freundin, die dort dieses Blatt hat. Die hat dann Lust. Eine hat, da waren mehrere Einlagen. Da kann man auch mal was Privates bringen. Würde ich jetzt meiner Freundin, der Maria, für ihre Rundschau, die hat die in Ismaning-Garching, also so in mehreren Orten, würde ich jetzt jede Woche oder bei jeder Ausgabe, die hat alle 2 Wochen, einen privaten Artikel bringen, würde die mir den Vogel zeigen und sagen: Annette, entschuldige mal, ich bin kein Blatt für die Annette. Das heißt, auch bei befreundeten
Journalisten gilt, sich nachvollziehbar zu halten. Da ist es mal ganz attraktiv, eben wenn man seinen 50. groß feiert, wird heuer 60, heuer feiere ich nicht, kann ich auch nicht, dank Corona, muss ich nicht, dann kann man auch mal sowas sehr Privates bringen. Auch das gehört dazu. Ihr könnt nicht immer nur erwarten, in der Sache werde ich wahrgenommen, aber als Mensch habe ich ein Privatleben. Das funktioniert in der Kommunalpolitik nicht. Das funktioniert eigentlich nirgends. Auch ein Vereinsvorsitzender darf mal ein privater Mensch sein und sich von der anderen Seite zeigen. Das ist im Zusammenarbeit mit der Presse von Vorteil. Also ich, jetzt schaue ich falsch, ich habe immer wieder auch gute Artikel über, mit vielen Leuten haben sie bekommen, weil man plötzlich mal zusammensaß. Ich habe vieles erfahren, erst dann hinterher in der Kneipe und daraus hat sich ein Artikel ergeben. Das setzt natürlich auch voraus, dass Sie, die wollen, dass über Sie was berichtet wird, auch mal in der Kneipe sitzt. Ist im Moment alles nicht der Fall, aber diese Nähe zulassen gehört schon dazu. Das, ohne das funktioniert es auch nicht. Und das gilt bei Vereinen genauso wie bei Verbänden. Man muss schon auch offen sein, wenn man möchte, dass über einen berichtet wird. Das war mal mein größter Erfolg, pressemäßig. Wir haben eine U-Bahn, die verlängert werden soll nach Martinsried. Die ist immer noch nicht gebaut, seit 10 Jahren raumgeordnet und sogar die Finanzierung stimmt schon. Und mir war klar, es war ein CSU-Parteitag, es war ein Käferloh in einem Festzelt. Es kommt der Ministerpräsident, der Seehofer. Das ist der Bundestagsabgeordnete, der Florian Hahn, der jetzt auch Generalsekretär mit ist von der CSU und ich, die SPD-stellvertretende Landrätin. Und ich hatte mir vorgenommen, ich werde jetzt das nutzen und den Seehofer auf Martinsried ansprechen, also auf diese U-Bahn-Verlängerung. Und habe mir, also sowas entsteht dann nicht zufällig, sondern ich habe mir den Pressefotografen der Tageszeitung, habe ich gesagt, du pass auf. Es war ein ganz schmales Zeitfenster von 3 Minuten, wo der Mann reinmarschiert ist zur Musik, zum Defiliermarsch und sich hingesetzt hat, kurz die Leute begrüßt hat und dann wieder dann im Grunde Reden in dem Festzelt eine Rede gehalten hat. Das heißt, ich hatte wirklich nur ein Zeitfenster von 1 bis 3 Minuten und da musste der Fotograf draufhalten und das machen. Und das habe ich vorher alles organisiert. Ich bin dann vor, ich hatte da nichts zu suchen als SPD und das war natürlich dann ein Bild, das überall war und das die CSU sehr geärgert hat. Ich nehme das nur als Beispiel. Manchmal muss so ein origineller Moment gut geplant sein und vorbereitet sein. Auch das müsst ihr dann überlegen. Das gilt auch wieder, egal ob Verbände oder nicht. Und bedarf natürlich auch Mut, weil ich meine, dass mich nicht die Sicherheitsleute gleich weggedrängt haben, war das Nächste. Und darauf bin ich immer noch stolz. Das ist wieder was anderes. Wir sind beide stellvertretende Landräte, haben uns sehr engagiert 2015 in der Flüchtlingshilfe und da haben wir dann einfach gesagt, okay, jetzt wollen wir mal, dass wir in der Presse erscheinen, dass positiv über die ganze Sache geredet wird und haben beide gesagt, Mensch, wollt ihr nicht kommen und uns mal interviewen? Und das heißt, wir sind proaktiv hingegangen, sind aus 2 verschiedenen Parteien, sowas liebt die Presse immer, also wenn es nicht völlig einseitig dann erscheint und haben ein Interview gegeben. Das wurde nicht mit uns gemacht, sondern das haben wir aktiv, proaktiv in Gang gesetzt und da ist dann das Foto entstanden. Daraus werden dann auch gute Geschichten. Das hier war, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war die Süddeutsche. Nee, ich glaube, es war die Nord. Egal. Also es haben beide Zeitungen, beide große Tageszeitungen berichtet. Das ist wieder was anderes. Das solltet ihr euch als Möglichkeit auch behalten. Das ist ein bezahlter Artikel. Das hatte ich im Landratswahlkampf. Im ersten habe ich in der Wochenzeitung
ein Paket bestellt und da waren dann alle 4 Wochen solche Artikel, die ich schreibe, unterschreibe zu Themen, die ich in den Mittelpunkt setzen kann, mit dabei. Und sowas ist auch oft günstig. Das setzt voraus wieder, dass ihr euch klar ist, welche Medien habe ich denn. Das kann man natürlich in Facebook und Instagram genauso machen, dass ihr ein Thema nehmt, das quasi so aussieht, als wäre es objektiviert, ein objektiver Bericht, aber eben PR. Und das ist manchmal dann auch etwas, was für Aufmerksamkeit sorgt. Diesen spielerischen Umgang zwischen verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten. Ich habe auch schon ein Interview jemandem gegeben und gesagt, pass auf, ich habe das mal so geschrieben, als hättet ihr mich interviewt. Die haben das dann eins zu eins mitgenommen. Also seid da ruhig mutig, bietet was an, setzt aber immer voraus, bevor ihr den Mut habt, euch Gedanken zu machen, mit wem habe ich es zu tun. Einer Esset biete ich kein Interview an, das ich geschrieben habe. Die zeigen mir einen Vogel und sagen, das haben wir ja wohl nicht nötig. Also auch da ist wichtig, schon zu wissen, ist das jetzt jemand wie ein Wochenblatt, die sagen, ach, das ist originell, das bringen wir einfach so. Das hier kann auch manchmal passieren. Das war ein Artikel, Riesenartikel, wo ich im Mittelpunkt stehe. Ich begräbt Unterführung. Ich habe da einfach meine Meinung in Facebook oder irgendeinen Post gesetzt. Und die Presse liest mit und hat dann daraus, weil dann sehr viele Kommentare kamen und es für Aufregung sorgte, einen Artikel draus gemacht. Also seid euch bewusst, ihr seid nirgends privat, auch in eurem privatesten Account nicht. Ihr seid nicht privat. Egal, soziale Medien ist öffentlich. Meine schlimmsten Artikel hatte ich, weil ich dachte, ich hätte auf einer internen Parteiplattform in Facebook meine Meinung kundgetan und dann hat die SZ mitgelesen und es großgebracht. Das ist wieder was anderes. Das habe ich jetzt nur mal gebracht, damit ihr seht, das sind so die klassischen Sachen. Ich bin in den Vorstand, ich bin bei Forum Kirche und SPD aktiv. Das ist unsere Landtagsabgeordnete, das ist der heutige Fraktionssprecher der SPD in München. Und da haben wir dann ein extra Foto gemacht, wo ich im Mittelpunkt stehe, was dann für den Landkreisteil interessant ist. Also solche Wahlen, wo man was Neues beginnt und eine Meinung hat, interessiert auch immer. Also das war dieses berühmte Interview. Das habe ich einfach so zusammengestellt und dann eben dieser Freundin gegeben, die froh war, das so reinzusetzen. Also das gerade bei Wochenzeitungen kann man das oft machen oder nutzt auch eure Informationsblätter. Jeder Verein hat irgendwann mal ein Informationsblatt, das herausgibt und macht so ein Interview aus irgendeiner Information. Das wird dann lieber gelesen. Ja, das war nur mal so ein Durchzappen ganz kurz durch die Möglichkeiten, die man hat. So, aber wir sind interaktiv. Ich möchte noch ein bisschen, wo ihr unzufrieden seid, was ihr jetzt lieber gehört hättet.